Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Das ist eine Offline-Stream-Aufnahme und wir schauen uns gemeinsam jetzt das letzte Statement von Bösemann an. Let's go! Was geht, liebe Gefolgschaft? Mein Name ist Bösemann und ich begrüße euch recht herzlich. Ah, und wir tun dann nochmal reingrätschen, und zwar habe ich noch ein Video von Matthias Clemens, der hier sich zu dieser Thematik natürlich auch geäußert hat, und das lassen wir uns auf keinen Fall entgehen. Also nach dem Bösemann kommt jetzt nochmal Matthias zu Wort. Zu diesem vorerst letzten Statement von mir. Aber dazu komme ich dann später. Ich würde sagen, bevor ich mit dem Video hier beginne oder mit dem Statement, kurz was für die muslimischen, für unsere muslimischen Brüder und Schwestern, die sich an dem heiligen Monat Ramadan beteiligen und fasten, da dürfen die Datteln nicht fehlen. Ja? Und schon zehnmal nicht die vom Datteldealer. So. Datteldealer, sehr guter Mann. Kann ich nur empfehlen. Und nochmal, damit ihr das versteht, Leute. Das mit dem Bösemann-Diss-Track. Es muss mir musikalisch nicht gefallen. Ich muss nicht für irgendjemand hier lügen oder sonstiges. Wenn etwas lustig ist, ist es lustig. Ich verstelle mich nicht. Ich bin genauso, wie ich bin. Das weiß jeder. Und das weiß er auch. Ja, dementsprechend könnt ihr euch alle mal beruhigen. Trotzdem habe ich nichts gegen Bösemann. Nach wie vor. Nur muss ich halt nichts gut reden, was ich nicht musikalisch gut finde. Mehr ist es nicht. Für seine Verhältnisse trotzdem stark. Klar. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Viel schlimmer ist doch das, wie sich hier unsere krassen ganzen Gangster-Rapper und alle hier empört darüber tun, dass Bösemann plötzlich bei seinem Kontrahenten an die Tür klopft. Das war eine Überraschung, muss ich ehrlicherweise zugeben. War ein guter Promo-Move, plus dazu noch, das war überraschend, ja. Der böse Mann, ist ja voll böse. Der hat sich jetzt sozusagen, der macht ja das, was er sagt. Das ist ja unglaublich. Was ist denn das für einer? So kommt mir das jetzt hier alles vor. Also, wenn dieses Thema nicht so ernst wäre, ja, dann würde ich mich darüber totlachen. Ich würde mich darüber totlachen, über diese ganzen schmierigen, über dieses ganze Schmierentheater, was hier gerade abläuft. Würde ich mich einfach totlachen. Ja. So. Ich habe meine Antwort rausgehauen, okay, Farid Schmitz. Ja, ich weiß nicht, ob man diesen Song als Diss betiteln kann. Ja? Ich weiß nicht, ob man den tatsächlich, ob das ein Diss-Track sein soll. Ja? Das ist auch das, was viele nicht verstanden haben, was ich bemängelt habe. Und ich glaube, das meint er auch. Und zwar ist er sehr, sehr in dieser Thematik gefangen gewesen, ne? Über diese Eckart-Schmitz-Geschichte. Und ich habe einfach nur gesagt, für meinen Geschmack hätte der ein bisschen variieren können, aber der ist halt genau auf dieser Linie geblieben. Das ist halt das Ding. Wenn man sagt, dass es ein Diss-Track ist, dann erwarte ich persönlich ein bisschen mehr. Aber gut, das ist halt das Ding, ne? Dementsprechend hat es mir auch nicht so gut gefallen. Oder nicht gefallen, ne? Weil für mich ist es Real Talk, was da drin abgeht in diesem Song. Das ist hundertprozentiger Real Talk, ja? Da ist nichts irgendwie erfunden oder sonst irgendwas. Alles 1:1, Real Talk. Und das ist nun mal anders wie das von dem Linienrichter, weil er hat. Aber ey, es ist ja völlig okay, ne? Ihr könnt es feiern. Nur werde ich mich für niemanden irgendwie verstellen oder sonstiges. Nur nochmal. Trotzdem habe ich nichts gegen ihn. Das ist halt Musik und dementsprechend bewerte ich das. Mehr ist das nicht. Ich sage nur, es ist gut, es ist nicht gut, gefällt mir nicht. Und das mit der Pisse war einfach lustig. Ja, ihr könnt es wahrscheinlich nicht fassen. Es war lustig. Nach wie vor ist es lustig, sowas habe ich schon nie gesehen, so ein Disrespect, das war schon hart. Der hat in seinem Diss-Track, das ist ein Diss-Track auf jeden Fall, hat er nur rumbeleidigt, mehr hat er nicht getan. Es gibt da kein Real Talk da drin, gar nichts, okay? Der hat da nur rumbeleidigt, so. Ja, auf mehrdeutige Weise und ja, du hast ja auch auf gewisse Weise geantwortet, ne? Auf deinem Diss-Track, auf seine Lines. Da waren schon, also Farid hatte definitiv die innovativeren Lines, muss ich sagen. Du hast auch sehr gut geantwortet auf die Sachen, keine Frage. War sehr knusprig. Aber ja, es ist, wie es ist. Nochmal kurz für die ganzen Kiddies da draußen, die das noch nicht wissen. Dissen, ja. Dissen ist mein Ding. Dissen habe ich erfunden, wenn ihr das noch nicht wisst. Jetzt wisst ihr es. Ich habe Dissen erfunden.
Das habe ich auch schon bei den ein oder anderen Reactor im Livestream mitbekommen, dass er das gesagt hat. Ja, er ist sehr früh dabei gewesen, was das Dissen angeht. Er hat auch das auf eine Weise gemacht, wie es vorher so keiner gemacht hat, meiner Meinung nach. Wie böse Mann. Der ist mit seinem Krawall, was der da veranstaltet hat, früher mit Massiv, ist er einfach ins Fernsehen gekommen so, und das musst du erstmal schaffen. Also, der hat auf jeden Fall da Trouble. Der hätte wirklich den Namen Troublemaker verdient, ja, weil der macht auf jeden Fall sehr viel. Der tut für Tumult sorgen, ja, aber richtig, der tut die Leute aufmischen. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, er ist ein Vorreiter, aber er ist definitiv nicht derjenige, der das in Deutschland erfunden hat oder etabliert hat. Trotzdem ein Vorreiter. Okay, aber dazu komme ich gleich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eins nach dem anderen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Hausbesuch. Okay, der Hausbesuch. Kurz und knackig, ich habe mich ins Auto gesetzt, habe einen meiner besten Männer sozusagen mitgenommen, ein sehr, sehr stabiler Albo aus Frankfurt, mit dem wir früher Inkasso Albanien gemacht haben. Inkasso Albanien, auch geil. Guck mal, die Sache ist die, ne? Jeder soll machen so, wie er möchte. Ne? Ich bin ehrlich gesagt nicht unbedingt der Freund davon, der vor Haustüren geht von fremden Menschen oder sonstiges, okay? Auch wenn man irgendwelche Faxen miteinander hat. Kann jeder so tun und handhaben, wie er gerne möchte. Mein Ding ist es ehrlich gesagt nicht, weil das ist ehrlich gesagt ein No-Go. Farid Bang hat das aber in der Vergangenheit auch gemacht bei den ein oder anderen Rapper, bei Flair zum Beispiel, soweit ich weiß. Und meiner Meinung nach war das auch nicht gespielt. Also mir ist nichts zu Ohren gekommen, dass das irgendwie gespielt wäre von Farid Bang vom Frühjahr. Und dementsprechend, klar, habe ich jetzt oft gelesen, Karma und hast du nicht gesehen. Nochmal eine andere Sache ist, dass es halt an Ramadan passiert. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Und wie man gleich in den Clip sehen kann, ist es so, dass die halt beim Nachbarn klingeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir nochmal an. Also, aber ey, nochmal, jeder soll das gerne so klären, wie er das für richtig hält. Ich tue da keine Maßstäbe setzen, höchstens für mich selber. Und das ist es, ne? Dass wir an Türen geklopft haben, besser gesagt Türen eingetreten haben, war eigentlich Teil unseres Jobs als Inkasso-Unternehmen. So, wir sind da hochgefahren, knapp 400 Kilometer nach Dormagen, ne, zu dem Linienrichter. Okay. Und selbstverständlich habe ich keine Werbung gemacht. Hier mit dem Handy, ey Alter, ich bin hier auf dem Weg zu dir und dies und das. Natürlich nicht. Ich bin auch nicht live gegangen oder sonst irgendwie was. Macht man auch nicht. Sowas macht man. Das wäre auch kindisch gewesen. Also keine Ahnung, das ist auch kindisch generell. Also meiner Meinung nach, vor irgendjemand seine Haustür zu gehen. No front an dieser Stelle. Aber ja, genauso lächerlich ist das jetzt zu sagen, ey, mal zu Alter, ich komme jetzt Alter, okay Alter? Ja. Nicht. Ja, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin auf den Weg nach Dormagen, um eine Mission zu erfüllen. Okay? Um eine Mission zu erfüllen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach erstmal dieses Video an. Let's go. Ich mach mal langsamer. Das ist der Kollege gewesen von Bösemann, wie er gesagt hat. Aus Frankfurt auch noch. Also der Style, natürlich ist es Sponsor von Bösemann, aber der Style ist auf jeden Fall wild. Der Style ist auf jeden Fall wild von Bösemann. Feier ich. Ist er da, der Wichser? Den ist es scheißegal. Und hier haben wir das erste Ding. Es wurde gesagt, dass es automatisch aufgeht, wenn man klingelt, was auch immer. Keine Ahnung. Also das Tor. Das sind wieder die Kleinigkeiten, woran sich die ganzen Leute wieder festhalten und wieder sagen, es war so, da war jemand, da war keiner und hast du nicht gesehen, diese Spekulation, wie immer, ne? Egal was passiert im Internet, es wird immer spekuliert, bei jeder Kleinigkeit. Und hier wurde wieder gesagt, guck mal, wieso tut er links klingeln oder klopfen und dann wieder rechts, da müsste doch ein Name draufstehen oder so, der wohnt irgendwie rechts und nicht links oder so. Ja, Spekulation über Spekulation, hä? Fertig. Ist jemand da? Also er klingelt auf jeden Fall überall, wie man sieht. Der klingelt links, der klingelt rechts. Und es wird ja auch diese Bestätigungsding, kommt ja auch dieses dö, wenn du geklingelt hast. Ist jemand da? Hey!
Also wenn da die Nachbarn da waren und es sollen irgendwie ältere Leute eventuell sein, weiß ich nicht, dann ist ja klar, wenn der da rumschreit, normal rufen die Polizei. Das ist eine Kamera, wenn Sie sehen. Ist jemand da? Alle, komm raus, hier bin ich. Komm, komm, hier bin ich. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich feiere sowas nicht. Jeder soll das natürlich so handhaben, wie er möchte. Aber mein Ding wäre es nicht. Ganz im Ernst. Das ist, das geht für mich persönlich viel zu weit. Und nochmal der Kritikpunkt von mir persönlich. Das ist halt auch noch in Ramadan, in den Ramadan-Monat geschieht. Das ist nochmal was anderes. Nochmal oben on top. Der Kritikpunkt an Bösemann, dass er halt da nur 5 Minuten Anführungszeichen war. Lange soll er da bleiben? Ja? Wenn jemand nicht da ist, dann geht man halt. Kann ich auch verstehen. Ich kann jetzt nicht sagen, warum bist du dann nicht, warum hast du nicht ein Zelt aufgestellt? Normal. Wenn derjenige nicht zu Hause ist und die haben ja probiert, ihn da anzutreffen, was nicht passiert ist, dementsprechend ist er wieder gegangen. Was soll er da auch machen? Und ich hoffe, dass es auch das letzte Ding ist, letzte Mal ist, dass sie da irgendwie probieren, da hinzugehen und zu klingeln. Beide Parteien, ne? Ich rede nicht nur von Bösemann-Seite, ich rede von beiden Parteien. Ich hoffe, dass das gar nicht mehr geschieht, weil ich glaube, keiner der Familienmitglieder will irgendwas von diesem Quatsch im Internet wissen. Ne? So denke ich jedenfalls. Also ich würde das nicht wollen. Und da ist auch maximale Eskalationsstufe meiner persönlichen Meinung nach, wenn jemand vor die Tür geht. Hm? Und nochmal, ja, ich weiß, Farid Bang ist auch vor die Tür gegangen. Ist wie gesagt alles deren Ding, ne? Was die machen oder nicht machen. Alter, komm! Ich sag mir ins Gesicht jetzt alles. Halt. Farid, komm raus! Und das soll er ihn angeblich gesehen haben, ne? Das soll er angeblich gesehen haben. Aber das haben die irgendwie nicht eingeblendet. Keine Ahnung. Wo ist Farid Bang? Wo ist der? Wiederum fragt er aber hier, wo der ist. Also wenn die ihn gesehen haben sollten. Ich fange schon auch an zu spekulieren. Dann fragt man ehrlich gesagt nicht. Aber egal. Wie man gesehen hat, war der ja in der Moschee. So wie es sich gehörte in Ramadan. Und hier geht er noch zum nächsten Nachbarn. Weg. Oder so. Wo ist der Fabrik? Schau da. Schau da. Was war? Ja, ja. Was ist da, Bo? Wo sind jetzt die Bullen, Alter? Wir ficken jeden, alle. Na ja, da sind sie. Ja. Wir sind also hin, um wie gesagt eine Mission zu erfüllen. Okay? Ich sage euch, wie es ist. Okay? Mit Sicherheit werden hier auch die Behörden jetzt zugucken, weil der Linienrichter hat ja viel dafür getan, dass das publik gemacht wird. Ich wollte mein Vorhaben oder meine Mission war es, den Linienrichter dazu zu bewegen, sich bei mir zu entschuldigen auf jeden Fall, okay, für diese ekelhaften Beleidigungen, die er gebracht hat, meiner Mutter gegenüber und unseren Toten gegenüber. Ne? Und selbstverständlich sollte es kein Gewaltakt werden. Ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist ja klar. So, wir sind da also hin und irgendwie hat, ich habe geklingelt. An der Klingel stand der Name von dem Linienrichter. Okay. Ich habe geklingelt und tatsächlich hat jemand die Tür aufgemacht. Also, da war dieses Geräusch, die Tür ist auf, ich habe dagegen gedrückt, die Tür ist aufgegangen. So. Nochmal an der Klingel stand der Name komplett ausgeschrieben von diesem Linienrichter. Den werde ich jetzt hier nicht nennen. Okay. Und durch das Tor, da waren noch 2 Eingänge. Ich wusste jetzt nicht, welches, was gehört jetzt zu wem. Wir sind da einfach, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass alles irgendwie eine Einheit ist. Es gehört alles zusammen. Also es ist ein offenes Ding da irgendwie. So. Das ist ein offenes Ding, sagt er. Also wohnt da eine große Familie oder so, ne? Oder wie? So eine Hausgemeinschaft oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren Leute in dem Haus drin. Ich kann jetzt mit Sicherheit, hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen und ich werde hier auch nicht lügen, werde nicht sagen, ob jetzt der Farid da tatsächlich rumgehuscht ist, weil ich habe in das Fenster reingeguckt und habe Leute hin und her huschen sehen. Ob das jetzt der Farid war oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Farid in dem Haus war. Das ist eins, was hundertprozentig sicher ist. Also er sagt, er hat ihn nicht da rumhuschen sehen, wie er selber sagt, aber er ist sich sicher, dass er im Haus war zu diesem Zeitpunkt. Farid war zu dem Zeitpunkt, wo ich an die Tür geklingelt habe oder an die Tür geklopft habe,
in dem Haus anwesend. Ja. Okay. Das ist eins, was hundertprozentig sicher ist. Wie gesagt, es sind irgendwelche Leute da hin und her gehuscht, wo ich durch das Fenster geguckt habe. Aber wie kommt er darauf? Ja. Und irgendwann mal sind wir da raus, da stand ein Mann so 100 Meter weiter weg, der da geguckt hat, weil es ist ein bisschen laut geworden, der dann geguckt hat, was da wahrscheinlich los ist. Der Kollege, der mit mir war, der hat ihn gefragt, wo Farid Bang ist. Genau. Der hat sich, ist dann auch weggegangen und dann sind wir auch da hingegangen, um zu gucken, wo der hin ist. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, vielleicht ist dort ein Eingang oder keine Ahnung. Ja? Aber wie gesagt, ich bin 400 Kilometer da hingefahren, Alter, weißt du, um eine Mission zu erfüllen. Und ich 400 Kilometer hätte ich niemals hätte ich das gemacht. Aber woher weiß er, dass er hundertprozentig da drin war? Auch wenn er ihn nicht da direkt gesehen hat. Das ist das, was ich mich gerade frage. Weil wenn ich wissen würde, dass er da drin ist, dann würde ich nicht rausgehen und nochmal diesen Typ, der 100 Meter weiter stand, fragen, wo Farid Bang ist. Aber vielleicht erklärt er das hier noch und eventuell hat er das auch später erst erfahren, dass er da hundertprozentig drin war. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Keine Ahnung, da mit leeren Händen wieder zurückzufahren. So. Und ich bin, noch was, ich bin nicht hingefahren, um da einen Vlog zu drehen oder sonst irgendwas, wie jetzt hier der ein oder andere da sich das hier zurechtlegt. Nein, das ist eine ernste Angelegenheit. Das ist eine hundertprozentig todernste Angelegenheit, die ich angegangen bin. Okay? Sind wir darüber? Da war dieser alte Mann schon weg, wahrscheinlich ist er reingegangen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Und dann klopft es an die Scheibe, dann klopft jemand an die Scheibe von innen. Okay, da ist es. Ich werde den Namen jetzt hier nicht erwähnen, aber es ist der Manager von diesem Linienrichter. Okay, und dieser Manager hat in seiner Hand das Handy. Und ich gehe hin und sage, wo ist der Farid? Wo ist der? Der hat das Handy in der Hand und er sagt, Polizei kommt jetzt. So. Der sagt so, Polizei, jetzt kommt die Polizei. Hm. Ja. Okay. Und ich dachte, okay, ja, warum eigentlich? So. Wir sind von dort weg und ich sage nur zu meinem Kameraden, der mit mir ist, ich sage noch zu ihm, auf Albanisch, ich hatte Deit, der hat die Cops gerufen. So. Rübergegangen ist diese wieder auf die andere Seite, ist die diese Dame, ist eine Dame rausgekommen, so eine ältere Dame war das. Also die Dame sah deutsch aus auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall nicht alles gezeigt in diesem Video, was wir gesehen haben, diesen Ausschnitt. Ja? Viele Sachen, wo er sagt, hat man natürlich nicht gesehen. Die hat irgendwie nichts Orientalisches an sich, sage ich jetzt mal, ohne jetzt hier irgendwie herablassend zu sein. Ja, die haben ja auch bei anderen, wie ich gesehen habe, bei anderen Nachbarwohnungen noch oder Häuser noch geklopft oder geklingelt. Ne? Nicht nur bei den Farid Bang, sage ich mal, sondern auch bei den anderen Leuten. Na klar kommen dann andere Leute raus, aber keine Ahnung, wie diese Konstellation da ist zwischen den Häusern oder, keine Ahnung, Gemeinschaft oder was auch immer das ist. Aber sie sah mir aus wie eine deutsche ältere Dame sozusagen, irgendwas über 60 sowas in den Dreh rum. Okay. Die dann auch mit dem Handy, hatte ein Handy in der Hand, so, und sagt dann auf eine freundliche Art und Weise, ich fand das sehr, sehr freundlich von der Frau, ich habe jetzt die Polizei gerufen, ich weiß es nicht mehr im Kopf. Dann sage ich zu der Frau, okay, ist eigentlich nicht nötig, aber gut, sorry für die Unannehmlichkeiten, war nicht in der Absicht, okay. Der Mann, den wir hier treffen wollen oder den ich hier antreffen möchte, der traut sich wohl nicht raus, obwohl ich eigentlich nicht in gewalttätiger Absicht gekommen bin. Ja, ist halt sehr bedrohlich, ne? Kann man sagen, was man will. Es ist bedrohlich, wenn du an der Haustür da rumschreist und hin und her und klingelst überall und hin und her. Das ist, ja, aber ey, ist passiert, kann man nichts machen. Ist so wie, es ist, wie es ist. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann noch um diesen Gebiet hier noch 2-3 Runden gedreht haben. Dann haben wir auch festgestellt, dass tatsächlich die ein oder andere Streife sich positioniert hat. Ja. Mhm. Es kam dann tatsächlich, im Nachhinein haben wir das da mitbekommen, kam dann tatsächlich zum Polizeieinsatz an dieser Adresse. Okay. Und ja, so ist das ganze Ding abgelaufen. Hat jemand natürlich die Polizei gerufen, ist ja verständlich. Ist verständlich, kann ich nicht verübeln, der alten Frau verübeln oder
der Frau verübeln oder auch den Manager verübeln, wenn er die Polizei ruft. Ganz im Ernst. Wie gesagt, das ist vor der Haustüre lieber die Polizei rufen, als Selbstjustiz auszuüben. Das, der Meinung bin ich jedenfalls, ne? Denn ich finde, das geht viel zu weit. Egal, wer es von beiden in der Vergangenheit gemacht hat oder aktuell macht. Okay. Schlussendlich, wenn man hier aus dem ganzen Resümee zieht, muss ich sagen, ich persönlich hätte der Linienrichter dieses Foto da oder dieses Dingmaterial da nicht veröffentlicht, dass ich bei ihm war. Das hätte nie jemand mitbekommen. Niemals. Okay? Natürlich haben wir Aufnahmen gemacht. Natürlich, selbstverständlich haben wir Aufnahmen gemacht. Genau aus diesem Grund, weil dann im Nachhinein irgendwelche Lügen verbreitet werden oder Tatsachen umgedreht werden. Das ist natürlich schlau. Das ist schlau, wenn man da mitdenkt. Klar. War nur aus diesem Grund, habe ich gesagt, komm, wir halten das ganze Ding hier fest. Okay? Weil wenn ich eins gelernt habe, auch in meiner früheren, sage ich jetzt mal, Tätigkeit, in den Milieus und so weiter, in denen ich aktiv war, dann ist es, Sachen einfach festhalten oder Zeugen dabei haben. Weil dein Gegenüber, der wird immer versuchen, das alles für seine, also zu seinen Gunsten sie umzudrehen und dich schlecht dastehen zu lassen. So wie es ja tatsächlich bis jetzt der Fall ist, ne? Also klar, ich finde nach wie vor, die hätten das auf der musikalischen Ebene belassen sollen, weil im Ernst, so tolle Musik oder sonstiges gibt es jetzt auch nicht. Dieser Schlagabtausch ist sehr interessant gewesen. Ich hätte sogar noch erwünscht, dass noch eine nächste Antwort kommt musikalisch. Wäre cool gewesen, aber passiert anscheinend nicht mehr. Schade. Gut, ich bin jetzt, wir sind fast bei der Mitte angekommen. Wir gucken uns jetzt nochmal Matthias Clemens seine Aussagen zu diesem Video hier an. Und ja, hier haben wir schon den Matze. Der Matze hat mir leider nicht geantwortet. Ich hatte ja eine Frage an ihn gehabt. Die hat er dezent ignoriert. Ist auch okay. Nicht schlimm. Scheiß drauf. Ich mache mir mein eigenes Ding daraus bilden. Meine eigene Antwort ist schon okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Also war das anscheinend Bluff. So. So Leute, ich fühle mich hier berufen an dieser Stelle, mich jetzt auch mal in diesen Konflikt da einzumischen zwischen Bösemann und Farid. Und zwar, weil ich Bösemanns Video gesehen habe, das ein bisschen weird fand er so und da sehr viele Punkte fand, die man analytisch erklären kann, dass sie einfach falsch sind und dass er eigentlich da irgendwie Unsinn redet. Und dann habe ich noch gesehen, irgendwie Polizei klärt diesen Konflikt, so dies, das, deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt ein Statement abgeben. So. Ich weiß, dass ich kenne Farid auch sehr gut, Farid ist jemand, der gibt keine Statements ab, der sitzt was aus und macht einen Diss-Track und so und macht die Leute eher lustig, da kommen wir auch gleich zu. Und auf YouTube sagen wahrscheinlich viele ihre Meinung, aber ich halte die meisten YouTuber für relativ dumm. Deswegen. Ich bin dumm, auf jeden Fall. Ein bisschen Humor muss sein, Leute. Vergesst nicht, den dummen Reactor hier zu folgen, zu abonnieren und ein Like dazulassen und zu kommentieren. Dankeschön. Denn dumme Menschen haben es schwer im Leben, Leute. Will ich das jetzt mal übernehmen, hier was zu sagen? Ich war ein Thema nie so extrem. Bitteschön, Bühne frei für den Matze. Mal gucken, ob er das richtig analysiert, was genau da geschehen ist, was wir gerade gesehen haben. Ich bin sehr gespannt. Im Training habe ich mir das letzten Tag mal reingezogen. Und jetzt sage ich euch mal, wie das Bösemann Statement eigentlich komplett für den Arsch ist. So. Komplett. Das kannst du eigentlich vor die Tonne schmeißen. Erkläre ich euch jetzt anhand ein paar von Indizien. Also erstens ist, wenn du einen Mann erwischen willst für ein sozialpädagogisches Gespräch zu zweit oder zwei gegen zwei, ist es die asozialste und dümmste Idee, bei ihnen vor die Haustür zu fahren. Dann schreibst du eine Nachricht bei Instagram und sagst, pass mal auf, ich bin gerade im Dorfmann deiner Stadt. Wenn du ein Mann bist, wo bist du? Kommst jetzt hier zum dem und dem Parkplatz, zwei gegen zwei, eins gegen eins, klären wir das. Gut. Und jeder wird da mit fairen Karten spielen. Und wird natürlich da 1 gegen 1, 2 gegen 2 auftauchen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlaue Variante. Auf jeden Fall. Genauso schlau wie vor die Haustür zu gehen. Das sind ganz, alles ganz, ganz ausgetüftelte Varianten. Aber ey, was sag ich schon? Ich bin eh dumm. Das hat er nicht so gemacht. Er ist vor die Haustür gefahren, hat damit eigentlich ein Weltgesetz gebrochen. Weil eigentlich vor der Haustür, wenn Fahrrad zu Hause gewesen wäre, was ich nicht glaube, wäre es sein Recht gewesen, sofort durch die Tür zu schießen. Und ihn umzubringen und damit wäre er mit Notwehr davon gekommen
Und das wäre auch richtig gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Das Ding ist, seine Argumentation ist einfach schwach. Der sagt, die Tür geht ja auf, also ist einer zu Hause. Da wohnen noch zwei Parteien. Dann sagt er, er hat durchs Fenster geguckt und hat da Leute rumhuschen sehen. Da wohnt er gar nicht. Ja, auf der linken Seite, ne? Man wusste nicht, ob er jetzt rechts oder links wohnt, aber der Matze weiß das bestimmt. Also ich weiß es nicht. Aber wir haben ja gesehen, dass er links durchgeschaut hat, da haben wir auch gesagt, das ist der, oder ich, habe ja gesagt, dass das halt seine Nachbarn sind, eventuell. Da wohnt der Fahrrad einfach gar nicht, das sind seine Nachbarn. Hm. Da, der böse Mann klingelt auch direkt an zwei Klingeln. Der böse Mann klingelt erstmal beim Nachbar und dann klingelt er bei Farid. Und ich weiß das ganz genau, weil ich war schon dort und der Nachbar nimmt auf Farids Pakete an und ich habe schon Pakete reingeschickt. Aber böse Mann klingelt erst an der Haupthaustür, die für beide Haustüren gelten, klingelt dann beim Nachbar, macht also die Katze schon wild, weil der Nachbar kommt ja nicht raus und prügelt sich. Das sind ja ältere Leute. Also ich weiß, dass das Nachbarn ältere Leute sind. Genau, das habe ich auch mitbekommen, dass es ältere Leute sein sollen. Das natürlich ist nicht schön, muss ich hier ganz klar sagen. Die ganze Aktion ist nicht schön, aber dass es nochmal ältere Leute sind, das ist nochmal, ja, das ist nicht so schön. Und auch den ganzen Tag zu Hause. Dementsprechend sind die Leute, die da rumhuschen, die Nachbarn, also hat Bösemann mit seinem Kumpel den Nachbarn Angst gemacht. Und Farid war wahrscheinlich wirklich nicht zu Hause. Davon gehe ich mal aus. So. Und es ist ja komplett asozial und hat mit Straße nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr, wenn du noch beim Nachbarterror schlägst. Du willst dich mit Farid auseinandersetzen, aber schlägst Terror beim Nachbar und dann wartest du da auch nur 30 Sekunden. Du hast keinen Beweis dafür, was der Nachbar sagt oder rauskommt. Wahrscheinlich hat der Nachbar wirklich Angst gehabt, weil das sind ältere Leute. Wenn die Polizei kurz vor Ort war, wird die auch der Nachbar gerufen haben, weil man sieht den Polizeibus, man sieht, ist aber nicht verifiziert, ob der überhaupt am Tatort ist, weil ihr seid ja schon abgehauen. Hättet ihr stehen bleiben können, mit der Polizei reden können und fragen können, wer hat euch denn gerufen, wenn ihr das hättet wirklich verifizieren wollen. Weil ihr wusstet ja ganz klar, ihr klingelt ja an mehreren Haustüren. Und ihr seid dann noch zum anderen Nachbarhaus gegangen, wo ich gar nicht weiß, wer da wohnt, aber wo definitiv auch nicht Farid wohnt. Guck mal, ich weiß zwar nicht, welche Filme diese ganzen Leute fahren generell, aber wenn jemand vor die Haustür kommt, ganz im Ernst, bin ich der Meinung, ja, der erwachsenen, vernünftigen Meinung, dass man eher die Polizei dann ruft, okay, und somit das schlichtet, als runterzugehen und denjenigen die Birne einzuschlagen. Dass noch Leute im Krankenhaus landen für YouTube oder für was? Für was genau? Für Rap-Music? Gangster-Rap-Music? Oder wie soll ich das verstehen? Das ist deren Sache, aber ich finde, die vernünftige, erwachsene Variante ist, gerade wenn andere Leute noch da involviert werden, indem man irgendwo klingelt, das interessiert die Leute und es geht generell die Nachbarn nichts an. Das sind ganz normale Menschen und dementsprechend rufen die Polizei. Würde es auch nicht verwerflich finden, wenn der Manager von Farid Bang wirklich so, wie es beschrieben wird, die Polizei gerufen hat, was ich nicht weiß oder hier irgendwie bestätigen möchte. Aber das würde ich eher begrüßen, als dass jemand Selbstjustiz einfach so für so einen unnötigen, sinnlosen Kram hier ausübt. Das ist nur meine bescheidene Meinung, ne? Kann jeder so sein, kann jeder so gerne natürlich Internet-Rambus können, das anders kommentieren jetzt in den Kommentaren. Nein, das geht nicht, diesen Gangster. Ey, das könnt ihr gerne so handhaben, wie ihr möchtet. Das ist nur meine Meinung. Mein Fahrrad wohnt nur im rechten Teil. So. Und theoretisch, ich habe auch schon mal Leuten geklingelt, aber ich hatte schon eine Situation, dass ich Parade habe mit Leuten in der Nähe ihres Hauses. Und dann kam auch die Polizei und dann habe ich keinen Ärger bekommen. So. Und dann habe ich auch Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen, so, weil die anderen mich vollprozessiert haben. Das heißt also, wenn du wirklich jetzt was beweisen wollen, böse Mann, hättest du wirklich was beweisen wollen, böse Mann, dann wärst du noch 10 Minuten am Tatort geblieben, hättest den Polizeieinsatz abgewartet, dann hätten ja auch Leute aus dem Haus rauskommen müssen, die die gerufen haben. Und dann hättest du beweisen können mit einer Kamera, ob das Fahrrad ist oder nicht. Zeigt schon mal, absolut ehrenlose Aktion, den Nachbarn zu klingeln. Ich glaub, hätte er machen können, natürlich, klar, hätte er machen können. Das ist aber kein endgültiger Beweis im Endeffekt. Nur, dass eventuell nicht er selber die Polizei gerufen hätte, aber es hätte ja auch sein können, dass einfach nur die Nachbarn rausgekommen wären und die, wenn die wirklich da gewesen wären, wie Farid Bang oder so, dass sie trotzdem drin geblieben wären. Das ist trotzdem keine endgültige, keine Ahnung, nicht keinen endgültigen Beweis, nur der Beweis eventuell, wer die gerufen hat. Die sind, ich weiß nicht, aber die sind einfach älter. Das heißt, du hast älteren Menschen Angst gemacht, die dann vielleicht für sich die Polizei gerufen haben, dann ist die Polizei wieder abgerückt, weil dann war er Fahrrad zu seiner eigenen Haustür und hat dich angebrüllt und beleidigt und hat gesagt, du sollst zurückkommen. Zeitlich gesehen
war dieses Fenster, wo er brüllt, dass du zurückkommen kannst, so nah an deinem Besuch, dass du nicht über eine Stunde vom Tatort entfernt warst. Okay. Ja, verstehe ich. Meine persönliche Analyse. Promo-Move beispielsweise, wenn es einer ist, ist er gelungen für den Song. Zweitens, wenn er wirklich, also eine andere Variante, wenn er wirklich dann abgezogen wäre, zurückgefahren wäre und dann hätte er das mitbekommen, dass er gesagt hat, ey, komm ran, hin und her, der ist live gegangen, hat gesagt, komm zurück. Wenn derjenige, also der böse Mann gesehen hat, dass da die Polizei stand, dann würde ich persönlich nicht zurückgehen. Dritte Variante, generell denke ich, dass das auch am gleichen Tag, Abend, wie auch immer, auch geklärt worden ist. Denke ich jedenfalls. Ne? Weil sowas lässt man nicht einfach stehen, wenn jemand vor die Haustür kommt. So kenne ich das. Also das ist sicherlich schon längst geklärt worden hinter den Kulissen. Okay. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Ne? Alles, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt würdest du sagen, weil ich kenne diese TAM-Politik, ja, aber die Polizei war ja da. Nein, genau. Dann wäre Farid dumm. Farid kann nicht dich anbrüllen und sagen, komm zurück, du piep, 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 wenn die Polizei noch vor Ort ist und für ihn da wäre. Das geht. Ja, aber soweit ich weiß, hat man ja gesehen, dass die Polizei weggefahren ist und danach kam erst der Livestream. Aber ey, das ist wieder hier spekulieren. Ich habe keine Uhrzeit, ich weiß es nicht genau, aber alleine die Tatsache, dass da die Polizei war, würde ich nicht zurückgehen. Generell. Und die Tatsache, dass Bösemann das aufgenommen hat, zeigt ja, dass es logischerweise vor der ganzen Geschichte, bevor Farid Bang zurückgekommen ist, wenn du nachdenkst, ne? Ist ja logisch. Danach sind die weggegangen und danach ist der Livestream gestartet. Dementsprechend würde ich nicht zurückgehen. Ich wäre erst gar nicht hingegangen, nur mal so, aber natürlich wäre ich nicht zurückgegangen, auf gar keinen Fall. Und wenn ich eine Stunde entfernt bin und 400 Kilometer fahre, dann fahre ich die restlichen 300 Kilometer auch noch weiter nach Hause und nicht wieder zurück. Und dann wieder zurück. Nee. Das geht nicht. Wäre die Polizei noch vor Ort gewesen, ja, wo Bösemann herausgefordert wurde, zurück zur Haustür gekommen, wenn... Natürlich ist die Polizei dort höchstwahrscheinlich nicht mehr da gewesen. Aber dementsprechend wäre es definitiv zu einer Eskalation gekommen, wenn die zurückgegangen wären. Dementsprechend ist das gesund, dass er nicht zurückgegangen ist, meiner Meinung nach. Ja? Ich sehe das Ganze ein bisschen sportlich, ein bisschen anders. Ich sehe das Ganze als Promo-Move ein bisschen, ich persönlich. Und gut, es ist nicht die feine Art und Weise. Aber so ist es nun mal. Lieber so, als dass Leute im Krankenhaus landen oder so, für nichts. Wenn die Polizei überhaupt da war, aber da war ja so ein bisschen... hätte Farid die Polizei nicht vor Ort lassen können, weil dann hätte er eine Straftat begangen. Du kannst die Polizei rufen, danach mit der Polizei zu dem Typen sagen, komm zurück, du Punkt, Punkt, Punkt. Die Polizei ist ja kein Kasperletheater. So. Also wenn das Polizeiauto wirklich dazugehört hat, könnte der Fall so gewesen sein, dass die Nachbarn die gerufen haben, zu Recht, weil Nachbarn müssen sich nicht von dir bedrohen lassen. Wer bist du, dass du irgendwelche alten Leute bedrohst? Du redest immer von Ehre und dies und das, aber klingelst bei irgendwelchen Nachbarn, erzählst jetzt und sind da rumgehuscht, du hast doch gesehen, das sind zwei Klingelschilder. Kannst kein Klingelschilder lesen? Kannst nicht lesen oder was? Das ist ja totaler Schwachsinn so. Und übrigens hat mich Fahrrad nicht geschickt, das hier zu machen. Ich mach das gerade von mir aus so. Überhaupt nicht diese Filme wie, was Cupcakes auch letztens gesagt. Ich habe mir das also reingezogen, dass irgendwelche Fitnesssponsoren da jetzt genau involviert waren. Über Cupcakes können so viel reden, da wäre der tot. Da ich mit Farid gut bin, ist klar, aber ich werde nicht vorgeschickt, okay? Auf jeden Fall ist der Farid ja dann noch eine Stunde vor Ort. Und beiseite, ob die Nachbarn die Polizei gerufen haben aus ihrem eigenen Schutz, was verständlich wäre, bist du ja nicht mehr zum Tatort aufgetaucht. Weil hättest du ihn wirklich auf irgendeine Art präsentieren wollen oder so, wärst du nochmal zum Tatort gefahren, hättest dann ihn filmen können von seiner Haustür und die Polizei. Dann hättest du ja alles gehabt, was du wolltest. Hast du aber nicht gemacht. Du warst ja dann quasi, aber du hast ja noch bewiesen, dass du in der Nähe warst, weil du hast ja noch in Dormagen einen Polizeiwagen gefilmt. Heißt ja, du hast dich also noch dort versteckt, in der Hoffnung auf jetzt einen Polizeiwagen, dass du ihn einstecken, schnappen kannst und dem Fahrrad deine Schuhe schieben kannst. Aber du hättest eigentlich schon checken müssen, dass du da nicht bei Fahrt geklingelt hast, sondern bei der ganzen Nachbarschaft und dass die Nachbarn mit Gangster-Rap und Gangster-Scheiße bestimmt nichts zu tun haben. Ich denke aber auch, dass es die Nachbarn waren, die die Polizisten gerufen haben, auch zu Recht, ganz klar. Die haben ja Angst
Und dass Farid dort war im Haus, war, sagt Bösemann 100%. Ich weiß zwar nicht, wie er darauf kommt, ehrlich gesagt, aber ich will auch nicht sagen, dass er lügt. Aber wie ich das gesehen habe, anhand von den Videos und wie von den Bildern, habe ich gesehen, dass Farid Bang in der Moschee war in dieser Zeit. Diese Spekulation hier. Ein bisschen so. Also totaler Quatsch. Und jetzt gehen wir mal vom Fall aus. Farid hat die Polizei gerufen. Hätte das ja gehießen, als du den Polizeibus gefilmt hast, wäre Farid vor Ort. Das hätte ja gehießen, von der Logik her. Ne? Ich erkläre euch mal alles mit Logik, weil die ganzen Leute, die draußen YouTube reden, haben keinen Kopf. Wir sind alle dumm, Matthias. Erklär es uns. Hätte Farid vor Ort sein müssen. Das heißt also, du warst ja noch in Dormagen. Das heißt also, wir können jetzt rekonstruieren, an dem Punkt, wo Farid dir geschrieben hat, du Punkt, komm zurück, ich ficke dich. Warst du in der Nähe und bist nicht zurückgefahren wegen der Polizei? Das wäre deine Aussage. Aber du hättest ruhig zurückfahren können. Weil Farid hat sich selber der Straftat begangen, indem er dich schon mal zurückgerufen hat. Heißt also, die Polizei hat einfach euch beiden einen Denkzettel gegeben und Farid hätte sich ja dann tot blamiert, weil du hättest das ja filmen können nochmal. Also Farid hätte diese Karte gar nicht spielen können. Naja, es hätte auch anders passieren können. Er wäre zurückgefahren, die Polizei hätte das mitbekommen oder wäre vor Ort gewesen. Die beiden hätten sich beleidigt und gut ist, der böse Mann hätte den Platzverweis bekommen. Farid Bang sagt, die Nachbarn haben die Dings Polizisten gerufen. Bösemann sagt, er hat die Polizisten gerufen und wieder sind wir in einem endlos hier Spekulationsdilemma. Also das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Naja. Taktisch gesehen, weil Farid kann ja nicht dich bedrohen, wenn die Polizei noch vor Ort ist. Also die würden das ein bisschen anders sehen, ne? Die würden sehen, dass quasi da einer hingegangen ist, vorher Aufnahmen gemacht hat, was auch immer. Ist ja in der Überwachungskamera ersichtlich, dass Bösemann dort da mit den Kollegen ihn rausgebeten hat, beziehungsweise da geklingelt hat, überall bei den Nachbarn geklingelt hat und auch bei ihnen anscheinend. Niemand rausgekommen ist, daraufhin die Polizei gerufen wurde, der wieder rausgegangen ist, weggefahren ist. Dann hat er einen Livestream gestartet, hat sich bedroht gefühlt, hat gesagt, komm zurück. Und dementsprechend ist es so ein Ding, dass ja, jeder hat jeden beleidigt, jeder hat jeden irgendwo bedroht oder hat sich bedroht gefühlt und dementsprechend hätte die Polizei einfach nur Personalien aufgenommen, hätte das deeskaliert, hätte die nach Hause geschickt, Platzverweis gegeben, den Bösemann und fertig. Vielleicht hätten die noch gefragt, möchten sie eine Anzeige machen? Nein. Möchten sie irgendeine Anzeige machen? Nein. Gut, damit hat sich das erledigt und die Spekulationsküche wäre wieder auf maximal gewesen. Mehr nicht, meiner Meinung nach. Aber ey, ich bin irgendein dummer YouTuber, ich hab doch keine Ahnung. Matthias, wie ist es wirklich? Wie ist es, Junge? Wie ist es? Wer hätte Farid aber die Polizei gerufen, hättest du schnell hinfahren können und gucken, ob Farid mit der Polizei spricht, dann hättest du Beweise gehabt. Hast du aber nicht gemacht. Du hast einfach nur so lange rumprovoziert. Das ist aber auch kein Beweis. Das ist eine Spekulation. Selbst wenn die Nachbarn von Farid Bang die Polizei gerufen hätte und er draußen gewesen wäre, und mit den Polizisten geredet hätte und dann aufgezeichnet worden wäre, dann hätte man nicht sagen können, okay, Farid Bang hat mit der Polizei kooperiert oder hat die gerufen oder wie auch immer. Ach, was für ein Kindergarten. Nachbarschaft, du hast einfach nur so lange rumprovoziert und Nachbarn terrorisiert, bis vielleicht einer von... Und nur mal so am Rande, sind wir hier irgendwie bei der Ndrangheta oder wo genau denkt ihr denn, dass sie hier irgendwo mitspielt, dass sie hier nicht mit der Polizei redet vor allem, hä? Dass man hier irgendwie, dass das verwerflich ist, wenn man mit der Polizei redet oder so. Also mir ist es anscheinend irgendwas hier entgangen. Gangster-Rap machen heißt nicht unbedingt, dass die Leute Gangster sind. Nur mal so. Also ich weiß nicht, was generell hier verlangt wird. Dass die Leute nicht die Polizei beanspruchen dürfen, wenn hier irgendwas geschieht. Wo denkt ihr denn, wo ihr lebt? Denkt ihr, das ist irgendwo in Compton oder was weiß ich was? New York City in irgendeine Bronx oder keine Ahnung was, in irgendein Ghetto-Dings? Was denkt ihr denn? Ha? Freut euch auf gute Musik und Punkt und fertig. Von denen aus Eigenschutz Polizei gerufen hat, hast dann Polizeiwagen gefilmt und den Teil, wo Farid dich rausfordert, zurückzukommen und sagt, er wäre gar nicht zu Hause gewesen, was du bis jetzt nicht gegenbeweisen kannst und was irgendwie auch sehr verifiziert war mit der Moschee und das Farid mittags geht es auch verifiziert, weil es ist sehr bekannt, abends ist für den auf jeden Fall stressiger, okay, bist du nicht zum Tatort zurückgekommen, obwohl du von nichts als Angst haben müssen. Weil dir hätte klar sein müssen, Farid kann nicht dort mit der Polizei warten, damit zerfickt er seinen ganzen Gangsterberuf. Heißt also, als er dich gerufen hat, soll zurückkommen, muss er schon alleine gewesen sein, egal was vorher war. Also alleine mal dahingestellt, aber auf jeden Fall wird die Polizei nicht mehr vor Ort gewesen sein. Das nehme ich mal an, ja. Plus, wenn du ein echter Gangster wärst, wäre dir die Polizei scheißegal. Wer haut denn ab, bevor die Polizei kommt bei der Schlägerei? Na klar.
Na klar. Alles für YouTube und für ein bisschen Rap. Na klar. Nein, war ja keiner. Also ich habe mal bei so einem Fleischtypen hier nachts die Halle gestürmt. Da kam die Polizei, haben denen gesagt, ich will nur reden. Die sind sogar abgehauen. Soll ich denn Angst vor denen haben? Wer bin ich, dass ich Angst vor der Polizei habe? Also du hast ja bis dato nichts gemacht, außer geklingelt. Das heißt, also, die Polizei hat sich ja nicht in den Knast gesteckt. Also wäre es ja, wenn du... Wie gesagt, höchstens ein Platzverweis. Und Farid Bang hätte die Frage gestellt bekommen, ob er eine Anzeige stellen möchte gegen den Herrn. Das war's. Wenn du Beweise haben wollen würdest und es nicht vertreten wollen würdest, schlauer gewesen, auf die Polizei zu warten. Hallo, ich bin der und der, dein echter Name. Wieso sind Sie hier? Ich wollte nur mit Farid Bang reden. Was machen Sie? Wer hat Sie gerufen? Wie kommen Sie hin? Dann, wenn es Farid gewesen wäre, hättest du alle Beweise in der Hand gehabt. Faktum ist aber, wir sehen jetzt nur, wie du da rumrandalierst. Wir sehen auch, dass du sehr angespannt bist und dein Kumpel ist sehr selbstbewusst. Das sieht man auf jeden Fall, wenn man ein Auge für sowas hat, solche Situationen kennt. Dann sieht man, dass du zuerst bei den Nachbarn klingelst, dann bei Farid, dann bei den Nachbarn klopfst und Terror schiebst, dann noch zu anderen Nachbarn rennst und dann dich wunderst, wenn von denen jemand theoretisch die Polizei gerufen hätte, wenn es überhaupt einer hat. Das wissen wir nicht mal. Das hast du ja nicht mal verifiziert. Du hast mir ja nicht mal gezeigt, ob der Polizeibus vor Farids Haustür war. Du hast ja nur auf der Ecke den gezeigt. Also wissen wir gar nicht, wer die gerufen hat und ob die gerufen wurden. Hast du nicht bewiesen. Du stellst aber so dar, als hättest du es bewiesen. Du stellst so dar, als hättest du bewiesen, dass Farid zu Hause war. Du stellst aufgrund der vorne geöffneten Tür dar, Farid war zu Hause. Wobei diese Tür ja ganz klar für die Nachbarn und für Farid ist. Das ist eine. Er hat halt gesagt, dass er hundertprozentig zu Hause war. Verifiziert, wie du es so schön sagst, Matthias, wurde es nicht tatsächlich im Video hier. Eine Eingangstür, du klingelst, dann kommen die Nachbarn und kommt Farid. Vielleicht dachten die Nachbarn, du bist der Postbote. Ich meine, blaue Bomberjacke und Jogginghose können schon DPD-Postbote sein, der ein Sek-Plus-Paket vorbeibringt. Hermes, oder nicht DPD? Hermes. Ja, kein Spaß. Nur wir haben DHL leider. Ja, aber wir hatten mal DPD. Also DPD-Zeiten sahen unsere Fahrer so aus, ohne dich zu beleidigen. Kein Spaß jetzt. So, vielleicht haben die Nachbarn das gedacht, haben dann gedacht, was ist das denn für ein Typ? Der randaliert hier rum und waren schockiert so. Und was haben die Nachbarn damit zu tun? Wie kannst du die ganze Zeit von Löwe und Ehre und du redest sehr oft über Respekt und wie man Sachen klärt und dies und das. Ja, ich habe schon mal Videos mit dir gesehen. Aber das da war die respektloseste und falscheste Aktion, die ich je gesehen habe. Und nichts ist verifiziert. Nicht, dass Vater die Polizei gerufen hat, nicht, dass er zu Hause war, nicht rauskam, nichts ist verifiziert. Das Einzige, was verifiziert ist, dass Farid nochmal, egal zu welchem Zeitpunkt, kurz nach deinem Auftreten vor seiner Haustür stand und dich herausgefordert hat, endlich zurückzukommen. Und dann ist Punkt Nummer 1, die Polizei kann, wenn sie dort war, nicht mehr vor Ort gewesen sein, dann wird Farid sich selber Strafe machen. Punkt Nummer 2 ist, hättest du irgendwas beweisen wollen, wärst du zurückgefahren. Punkt Nummer 3 ist, hättest du dich wirklich schlagen wollen, wärst du zurückgefahren. Punkt Nummer 4 ist, hättest du weitere Beweise haben wollen für sein Nichterscheinen, also keine Eier hat, wärst du zurückgefahren. Punkt Nummer 5 ist, zeitlich gesehen, von allen Postings, die Farid gemacht hat, musst du noch innerhalb von einer Stunde in der Nähe gewesen sein, hättest sowieso zurückfahren können. Punkt Nummer 5 ist, du warst... Viele Punkte. Du warst auch nur 2 Minuten da. Das, was deine Aufnahmen da sind, 2 Minuten, vielleicht 2,5, vielleicht 1,5. Du hast nicht dir die große Mühe gemacht, da wirklich Farid anzutreffen. Du hast einfach in der Nachbarschaft rumrandaliert, bis du es abbrechen konntest. Du hast so lange rumrandaliert, bis du es abbrechen musstest, weil die ganze Nachbarschaft aufgewühlt war so. Und du danach sagen konntest, ja, der kam nicht raus. Sonst hast du gar nichts gemacht. Weil ich kenne Farids Grundstück. Du hättest doch rechts aber in den Wald fahren können. Farid schreiben können bei Instagram, ey, ich stehe gerade im Wald, komm raus. Hast du aber nicht gemacht. Du hast die Gegend ja gesehen. So, du hast einfach Klingelmännchen gespielt bei den Nachbarn tatsächlich jetzt. So, und hast die Nachbarn auch noch terrorisiert, hast die Nachbarn noch reingezogen, du hast alten Menschen noch Angst gemacht. Das würde kein Gangster auf der Welt tun. Kein einziger Gangster auf der Welt würde so handeln, wenn er mit einem anderen Rapper oder seinem Kontrahenten ein sozialpädagogisches Gespräch führen möchte. Oder sich schlagen möchte oder irgendwas. So würde keiner handeln. Genauso wie du gesagt hast, du bist der erste Mensch, du hast Dissen erfunden. Oder was dann mit Tupac und Biggie? Das ist schon so lange her. So, die haben Dissen, wenn dann erfunden. So, die haben mich schon gedisst und da ist am Schluss auch einer gestorben. Wieso, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist einer gestorben. Amerika hat Dissen erfunden und sogar mit Kugeln, nicht mit irgendwo Klingeln und Abhauen. Und dann in Deutschland hat Dissen erfunden, wahrscheinlich Kool Savas, mit das Urteil, weil das der erste District war, wo der Gegner wahrscheinlich 6 Monate lang zu Hause lag, mit Depressionen nicht mehr auf sein Leben klar kam. Weil man muss es sagen, ich hatte nichts. Das ist völlig unnötig. Das ist völlig überzogen. Also sagt der Matthias hier noch irgendwas Interessantes oder sind da nur Philosophieren über American Style?
gegen Echo, auch wenn er für Spaß die Firmenwerbung macht. Echo Fresh wurde damals komplett auseinandergenommen von Kool Savas, sonst gar nichts so. Das ist ein Fakt. Und dann sagst du irgendwie, machst du da irgendwelche Vorwürfe, Farid wäre ein Natursektliebhaber, weil er einen Track macht. Soweit haben wir nicht geguckt, aber ich weiß, dass da nichts mehr Großartiges jetzt kommt. Er kritisiert nochmal so, ich meine jetzt böse Mann, kritisiert halt nochmal die ganzen YouTuber und. Damit bin ich auch gemeint, klar, muss nicht jeden, ich glaube nicht, dass es ihnen gefallen hat, dass es mir nicht gefallen hat, dieser Track. Ja, seinen Fans gefällt es auch nicht, ist okay, damit lebe ich, aber ich sage nun mal immer meine ehrliche Meinung. Und darunter noch, dass er halt auf seinen Natursekt stehen würde, was auch immer. Ja, das ist auch verständlich, ja, in diesen Deutschrap-Diss-Ebene-Geschichte, dass es, dass so Sachen erfunden werden vielleicht oder irgendwelche Kurse, Spitznamen gegeben werden, ist in Ordnung. Trotz allem heißt es, wie gesagt, nicht, dass ich irgendwas Persönliches gegen Herrn Bösemann habe, persönlich, ja? Das ist nur mal so, wie es ist. Indem man dich bloßstellt. Nochmal, weil man kann es nicht genug sagen oder genug wiederholt haben, damit die Leute das eventuell verstehen. Hm? Und dir zeigt, dass deine Pisse oder Skandals Pisse mehr Klicks macht, als du mit deinem Diss-Track oder was das war. So, das ist ja rein herablassend, dir zu zeigen, dass du es eigentlich gar nicht wert bist, dich mit dir anzulegen. Das checkt ja ein Zwölfjähriger. Du musst aber, wie bei allen Dingen, die Sache umdrehen und sagen, ekelhaft, respektlos, dies, das, der mag Natursekt. Oder das ist einfach eine Verarsche. Wer mag denn da irgendwas, hat da irgendeine Vorliebe? Du drehst dir da die Sachen zurecht, wie du möchtest, so. Die haben dich einfach hops genommen mit einem Piss-Song, so. Ich glaube auch nicht, dass Skandal da wirklich gepisst hat, so, dann kann ja keiner pissen. Die werden einfach Wasser ins Klo geschüttet haben. Da wird keiner geil sein auf Natursekt, da wird keiner geil sein auf Pisse, sondern die wollten dir einfach zeigen, dass man mit einem Pissgeräusch mehr Klicks machen kann, als du mit einem Song. Und das ist eine absolute Demütigung für deinen Song, das ist eine absolute Demütigung für dich, das ist eine absolute Erniedrigung und so. Das ist ja das, was ich meinte, ne? Das ist halt wirklich eine Demütigung des Grauens. Und so habe ich es auch aufgenommen und so dementsprechend fand ich es auch lustig, ne? Ich fand das lustig, weil einfach so dreist einfach vorgegangen wird und nicht mal geantwortet wird. Das ist halt das Ding. Auch noch auf Spotify und so weiter. Das ist halt die Sache, ne? Funktioniert Beef. Fahrrad hat sich einfach beef-technisch wieder ausgetribbelt und dich platt gemacht so. Und du kommst dann mit irgendwelchen halbgaren Dings mit, jetzt ist ja nicht nur das, jetzt ist auch noch Natursekt-Fan, voll die Schwuchteln, guck mal, die pissen sich an, dies, das, nee, hat da keiner gemacht. So, also ich habe das nicht gesehen, dass da einer irgendwen angepisst hat oder einer auf Natursekt steht. Ich habe einfach gesehen, wie die Pissgeräusche nachmachen und dich damit irgendwie in die Ecke zwängen, dass dein Diss-Track scheiße ist, oder? Okay, ich glaube, Matthias hat dir alles gesagt, was er sagen wollte. Ich glaube, da kommt nichts mehr, außer sich die ganze wiederholen. Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Das war, wie gesagt, eine Offline-Reaction. Bald kann ich auch essen. Ich freue mich schon. Und seid im Livestream dabei, wenn ihr Bock habt, auf Twitch live. Link ist in der Beschreibung. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, und Peace. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, abonnieren, eure Meinung zu sagen. Und ja, Dankeschön.